Ich möchte euch heute ein Gerät vorstellen, was es in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Es handelt sich um den Handstaubsauger GRS 18 VLE. Wie man unschwer zu erkennen, klein und handlich. Ich wollte für mich eigentlich mal entdecken, ob dieser Sauger auch für Deutschland taugen würde. Als erstes, was mir aufgefallen ist, bei dem normalen Handstaubsauger ist eine Handschlaufe mitgeliefert. Diese Handschlaufe ist so unnötig wie ein Kopf. Darum habe ich das Ganze mit einem Schultergurt erweitert. So kann man den bequem auch um die Schulter tragen, wenn man irgendwas anderes aufsaugt. Zu dem Sauger ist nicht viel zu sagen. Es gibt ihn relativ baugleich auch noch mit einem anderen Hersteller. Der Motor ist etwas stärker bei diesem hier. Ich habe ihn etwas modifiziert, sprich ich habe die Akustik etwas innen drin modifiziert, damit er etwas leiser wird. Es gibt ihn in zwei Stufen. Volle Stufe, halbe Stufe mit LED-Beleuchtung. Der Wechsel der bzw. das Reinigen ist relativ einfach. Einfach nur den Behälter rausnehmen, sieht man den direkt drin. Damit kommen wir gleich zum nächsten Thema, der Filter. Es handelt sich hier bei dem Sauger um einen Doppelfilter. Den kann man rausnehmen. Und hat denn den Flachfaltenfilter. Das ist im Prinzip auch ganz gut und für Grobschmutz auch recht gut geeignet. Allerdings ist es so, dass sich dieser Flachfaltenfilter bei ca. 20 Bohrlöcher zusetzt, wenn man wirklich mit absolutem Feinstaub arbeitet. Er geht nicht hier durch, das heißt, der Motor bleibt trotzdem sauber, aber wenn man ihn zum Absaugen zum Bohren benutzt, muss man ihn relativ häufig reinigen. Gut, im Akkubetrieb ist das zwischendurch definitiv machbar, aber eine alternative Filterkonstruktion wäre schon gut. Ja, zu dem Sauger wird normalerweise mitgeliefert. Ich habe mir jetzt meine eigene Box gebaut. Gibt es ein Rohr, eine Bodendüse etc. etc. Ich habe mir das Ganze mal ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe mir einfach zwei Rohre bestellt, die etwas gekürzt, damit sie in die L-Box passen. Eine Einlage konstruiert, wo alles reinpasst. Und, was für mich sehr wichtig war, ein Schlauch. Warum? Ist eigentlich ganz einfach, weil man damit mit diesem Schlauch, wo übrigens, ich weiß nicht, ob jemand noch die Hülle hier kennt, wurde früher bei den Stichsägen eingesetzt, wo man aber wunderbar die Düsen einsetzen kann. Egal ob die Düse oder die Bürste oder was ich noch habe, ist zufällig gefunden von einem anderen Sauger, eine kleine Reinigungsbürste. Diese Bürsten werden genauso wie die Rohre auch hier vorne eingesetzt. Man auch die Bodendüse einsetzen bzw. Rohr und Bodendüse. Hiermit wollte ich eigentlich nur zeigen, dass es möglich ist, den Sauger auch vernünftig zu verpacken innerhalb einer L-Box. Ich laufe nicht immer mit dem Ladegerät rum, deshalb passen bei mir auch noch andere Sachen. Aber auch so hier mit Kaiserbox. Gut. Was ich noch mit reingepackt habe, ist den GDE 16 Plus. Dazu komme ich aber später noch. Für den Sauger gibt es, wenn man sich mal so die Ersatzteile anguckt, einen Wandhalter. Wenn man ihn nur in der Werkstatt einsetzt oder vielleicht im Auto irgendwo festmontieren wird, passt er samt zwei Düsen sehr gut rein. Die Leistung des Saugers ist, finde ich, für einen Akkusauger doch schon recht gut. Ich habe mich doch gewundert, wie gut dieser Sauger mit den 4 Amperestunden Akkus saugt. Also ich bin zufrieden und ich muss sagen, es ist mittlerweile der tägliche Begleiter geworden, genauso wie der GWH 18. Gut, das war es im ersten Part, der zweite gleich.